Hey Leute, willkommen zurück zu Elex. Wir sind noch ein bisschen in Ignadon und eine Wache läuft durch uns durch und ich wollte mir noch ein bisschen Zeug kaufen und vielleicht mal so ein, zwei Sachen ansprechen. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Genau, ich habe das... Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen ich nehme jetzt übrigens wieder mit meinem anderen Aufnahmeprogramm auf. Ich hoffe, das fällt nicht negativ auf. Auf jeden Fall fällt mir so ein bisschen was an Arbeit weg, an Renderarbeit, nämlich 3 Stunden ungefähr. Wie solch ein Elex-Video rendert im Schnitt, was ziemlich scheiße ist. Ja, nee, also ich möchte es jetzt nicht zu pisselig oder zu mimimi klingen lassen, obwohl das jetzt wahrscheinlich manche auch wieder so sich drehen. Nee, ich lese ja in den Kommentaren immer wieder, dass es ja langweilig ist, dass ich ja überhaupt keinen Lerneffekt habe, warum auch immer. Das finde ich ein bisschen aus dem Hut gegriffen, aber weil ich halt einfach mal die Waffen nicht ausprobiere. Ja, ihr seht, es gibt mannigfaltige Optionen hier, wie man die Gegner bekloppen, verbrennen, explodieren lassen und so weiter alles machen kann. Für mich definiert sich dadurch aber nicht der Spielspaß. Bei mir ist das eigentlich, dass ich weiterkomme und tolle Dialoge habe hier, ein bisschen lustige Sachen erlebe, ne? Ist mir doch scheißegal, mit was ich den Gegnern in die Schädel einhaue. Und manchmal, manchmal ist es sogar so, dass ich die ganze Zeit nur Dialoge habe im Part. Und ich meine, ist es dann langweilig, weil ich dieselbe Stimme nutze oder was? Das hat ja eigentlich... Darüber schweige ich mich aus. Nee. Nochmal im Klartext, es ist mein Spiel und ich will Spaß haben und wenn ihr keinen Spaß damit mir habt auf meine Art, dann ist es euer Problem, nicht meins. Denn wenn ihr es so spielen wollt, wie ihr es möchtet oder wenn ihr wollt, dass es jemand so spielt, dann macht es doch mal selbst, mal drüber nachgedacht. Ja, das wäre eine Alternative. Und das sage ich im Wissen, dass ich eigentlich auf die Klicks angewiesen bin, weil ich davon lebe. Aber es ist mir scheißegal, weil ich weiß, dass wir noch eine sehr lange Zeit hier mit diesem Spiel verbringen werden. Also jetzt im Fall von Elex ist es mir scheißegal. Und... wenn ich mich verbiege und die ganze Zeit höre, das und das und das und das ist doof, dann habe ich auch bald keinen Bock mehr und werde es einfach einstellen und für mich weiterspielen. Und das wollen wahrscheinlich die, die es gerne sehen, nicht so wirklich. Also ja, habt Verständnis und geht mal nicht auf den Sack. Um das mal ganz klar zu sagen. Geht mir bitte nicht auf den Sack und schaut's einfach woanders, weil das wird nicht passieren, dass ich mich komplett drehe, so wie manche das gerne möchten. Das wird nicht passieren. Denn dann würde es das Ganze verfälschen, für mich und für euch. Ja. Und das war's jetzt von der Ansprache. Jetzt geht's weiter mit Elex. Ich wollte es nur mal sagen, hoffentlich in einigermaßen erwachsenem Ton oder ohne Mimimi, weil... ja. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Wir sind ja nicht bei der Muppet Show oder beim Kasperle-Theater, wo man sich was wünschen darf. Darf man das bei der Muppet Show? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ja, Leute. Meins, nicht euers. Und wenn's nicht meins, dann woanders, ne? Alles gut. Was wollte ich denn eigentlich machen jetzt? Eva, genau, die hat... der Ball da. Ursache und Wirkung. Ah, okay, das können wir mal machen. Hallo? Ja, jetzt. Es ist ein bisschen komisch. Ich muss es jetzt nicht unbedingt erklären, wenn es euch nicht interessiert, aber... ich nehme es gerade ganz komisch auf hier. Also vorher muss ich es ja mit einem anderen Programm und meine Stimme mit einem anderen Programm und das habe ich dann zusammengelegt und... diese Schneiderei und manchmal war es asynchron, es ist furchtbar, glaub mir. Bei einer Dreiviertelstunde. Achso, ja, nee, das mache ich, glaube ich, nicht mit Eli. Ich habe ihm doch schon gesagt, dass der den da raushaben will. Wenn ich das jetzt machen würde, würde er sofort wissen, dass ich das war. Bescheuert. Mach ich nicht. Ne, Xander, du Arsch, mach ich nicht. Pfeif keine Leute, die gar nicht schuldig sind. So. Okay. Naja, wie gesagt, ich hoffe, die Qualität passt jetzt soweit. Könnte sein, dass es ein bisschen ruckelig ist oder der Sound noch ein bisschen zu unausgewogen, dass ich zu leise bin, das Spiel zu laut. Man weiß es nicht. Und ich kann jetzt leider nicht mehr so schnell Quicksaves machen, das muss ich jetzt nämlich so machen. Indem ich ganz kurz in das Pausemenü gehe, aber ist ja eigentlich wild jetzt, ne? Ich kann halt keine Tastenbefehle mehr benutzen, weil ich habe das Fenster... also ich habe ein randloses Fenster vom Spiel, aber ich habe nichts in das Spiel geklickt, also das Spiel läuft... quasi autark. Also ohne, dass es im Vordergrund... dass es im Vordergrund ist, wie bei Windows halt mal üblich, ne? Ja. Ist ja auch eigentlich egal, diese technischen Dinge. Oh Gott. Das war ein Fehler. Ich wollte nur ein bisschen Schwefel machen. Wo ist jetzt Kaya? Die ist bestimmt irgendwo oben und kommt nicht mehr runter. Kaya.
Ich glaube, sie gleich im Jetpack angeflogen, ha? Huh? Hey. Achso, und das ist übrigens ein Tipp, den ich gerne befolge, Leute. Es gibt ja, wie gesagt, einen Unterschied zwischen mach so, wie ich will, oder versuch das doch mal. Das ist vielleicht eine gute Idee. Oh, ich habe immer noch den Das Amulett. Warte mal. Praktika, könnte ich mal, oder? Das hat dann, ah, komm, das kann ich nicht mehr tragen. Bitte, was? Jetzt ernsthaft? Was? Was habe ich denn jetzt ausziehen müssen? Den Flammenwerfer? Oder wie? Ich kann nicht da unten rumrennen hören. Ja, warte mal. Nee, den Flammenwerfer wollte ich mal testen. Kann ich den? Nee, den kann ich doch. Was hat er denn jetzt ausgezogen? Bin ich bekloppt? Das Giftkriegerschwert 2 habe ich. What? Ach stimmt ja, das war eine Zweihandwaffe. Oh, das Regentenschwert. Scheiße, das kann ich jetzt nicht mehr nutzen. Oh, dann muss ich aber. Dann muss ich das Amulett anlassen. Das ist jetzt echt doof, das habe ich nicht bedacht. Hm. Will ich denn noch nehmen, sonst. Aha. Ja, ich weiß, was ihr denkt. So. Das soll nämlich einen super geilen Finisher haben, das Schwert. Ich weiß eigentlich nur, was ist denn? Hm. Ah ja. Hab's, hä? Ist Luca. Ist jetzt irgendwo hängen geblieben, oder? Oh. Was war das? Ah ja, kommst du mal jetzt? Ich folge dir. Ja. Seht zu, Frau. Hm. Was allerdings ganz cool ist, ich kann jetzt wieder im Vorschaufenster sehen, was passiert. Aha. Ja, ich habe jetzt daneben so ein anderes kleines Fenster, wo ich dann genau sehe, wie es aufgezeichnet wird. So, wisst ihr, Fun Fact, also bei mir das Spiel ist ein bisschen low-framig, also es ist... Es läuft nicht ganz so schön wie im Vorschaufenster, seltsamerweise. Ja, genau, ich habe den Tipp bekommen, dass ich hier mal wirklich mit dem Ausdauerring komplett die Ausdauer verbrauchen soll in der Combo. Und dann mit dem letzten Fitzelchen diesen Finisher mache. Dieses Zustechen da und dann. Dann ist das geil, dann habe ich da richtig viel Damage mit. Oh, warte mal. Hm. So, nehme ich denn da. Weil das ist viel zu stark. Immer. Was ist hier los? Das Bier. Komm, Bierchen geht immer. Also nicht für mich, aber für ihn anscheinend schon. Hä? Leute, spinne ich? Das füllt nicht. Das füllt die Lebensenergie gar nicht auf, oder was? Was ist das für ein Gesinge? Das ist ein bisschen creepy, oder? Ich bekomme dann. Genau, jetzt bekomme ich nämlich diesen Buff auch wieder. Das ist ja kurios, du. Bier füllt keine Lebensenergie auf. Sluggy. Alter! Alter Schwede! Habt ihr das gesehen? Okay, also der Tipp ist wirklich Gold wert. Vielen, vielen Dank dafür. Seht ihr, ich bin nicht nachtragend, wirklich nicht. Also wenn mir jemand was Cooles empfiehlt, dann finde ich das auch richtig geil von euch übrigens. Oh, wow, da bin ich so langsam mit. Das jetzt... Oh, ich muss mal gucken, das ist ja... Oh, ich habe so ein Volley einmal, dann habe ich hier... Das wohl Projektil. Nee. Nee, das ist der Strahl, so der stetige, quasi. Das ist das Projektil, ha? Huh? Fireball!
Aber wie cool. Ja, mal sehen, Leute. Aber wie gesagt, bitte im angemessenen Ton. Wenn man mir Tipps gibt, also Tipps, ne? Die nicht immer gleich als solche erkennbar sind. Nochmal, kein Mimimi, ich... Das ist eine ganz normale Auge, also wirklich auf Augenhöhe jetzt, ne? Alles schön auf Augenhöhe, Leute, sonst würde ich anders mit euch reden. Die ihr solche Kommentare schreibt. Ich weiß, es ist nicht böse gemeint, aber es ist auch nicht schön formuliert andererseits. Ach komm, ich höre jetzt auf davon. Ich fress mich da ganz so ein bisschen rein. Oh nein, oh, das machen wir nicht. Nö. Nö. Nope. Ich gehe dann den Umweg oben lang, ist mir... Nö. Nö, nö. Alter Schwede. Ja, ich hab schon anfangs gehört, dass dieses Kombo-System also wirklich extrem krass ist, was den Damage skaliert. Also das Skalieren angeht, meine ich, weil... Man macht halt echt kaum Schaden, auf einmal BAM, haust du da die richtige Packung raus. Und dann... Ich würde gerne mal wissen, was das immer für ein Gesinge ist. Ist das... Habe ich Hallus, oder? Ich meine, ich habe schon eine ganze Weile wieder nicht geschlafen, aber so schlimm ist es eigentlich nicht. In der Regel... In 2,5 Tagen ist es noch nicht so schlimm, oder? Na gut. Es gehört wohl einfach jetzt zur Landschaft dazu, dass es immer mal wieder so ein bisschen raunt und singt und keine Ahnung. Das ist ja, das ist jetzt so ein bisschen anders hier, der Part. Autosave-Intervall, das ist gut, glaube ich. Es geht auch nicht weniger, okay. Ist okay. Also 3 Minuten Autosave-Intervall, damit kann ich leben. Jetzt müssen wir mal sehen, die Chimäre, pass mal auf. Man läuft so langsam mit dem Flammenwerfer, ne? Da muss man immer wegstecken hier wieder. Oh, oh. Alter, was ist das? Ey, kannst du machen? Ja, der ist mit dem blanke Felswand hochklettert. Super, der Flammenwerfer. Mhm. Nee, finde ich nicht gut. Der macht überhaupt keinen Schaden bei dem Vieh. Da ist das Schwert 1000-mal besser. Aber hallo. Außerdem nutze ich die Fernkampfwaffen sowieso nur, um Gegner anzulocken, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Also ich würde das... Ich will sowieso auf eine Zweihand wechseln, wenn es geht, alsbald. Ich habe ja gesagt, ich war in Gothic auch schon immer so ein bisschen so Zweihand-geil, ne? Ja, hier. Ist halt geil. Mann, da brauche ich auch mehr Geschicklichkeit. Warum habe ich das jetzt alles auf dieses dumme Amulett aufgebaut? Meine ganze Geschicklichkeit. Es geht los. Also Mist hier. Okay, es hat nämlich ganz gekillt. Alter, guck mal. Okay, also wirklich, danke. Das ist Gold. Das ist echt Gold. Ich hätte... Gut, ich habe ja gewusst, so eine 3er-4er-Kombo, wie ich sie mir mache, das taugt schon was, ja. Aber das da... Das ist ja... Einfach mal hier Goliath legen, ne? Heftig. Das ist echt heftig. Ich bin total erstaunt. Also, jetzt muss ich halt nur noch nicht getroffen werden, dann ist alles cool, aber... Ne, schon, also der Damage, der ist der Wahnsinn. Ja, ist das da oben auf dem Fels, oder? Hm. So, nee, wie gesagt, jetzt ohne Verbitterung, danke für die Empfehlung, aber ich werde es nicht nutzen, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, der Flammenwerfer hier. Die reinigende Wirkung wird von allen gefürchtet. Ja, ja.
Feuer reinigt nicht. Es schwärzt. Das Lasergewehr, das macht halt auch weniger Schaden als die Armbrust. Ich meine... Ne? Lass mal bald vielleicht mal, ha? Huh? Ach komm, pfeif drauf. Will ich jetzt halt mal ein paar Waffen zeigen, was soll's, oder? Ja, komm. Der Bruger, der ist ja nicht langweilig. Hahaha. Bin zwar alt, aber nicht langweilig. Oh. Wieder fliegen. Ach guck mal, das ist hier der Zugang, hä? Oh. Und ein toter Kleriker. Ich frage mich immer, wenn ich hier Trockenfleisch sehe, ist das von ihm oder. Oh. Naja, irgendwas ist da. Ich sehe es nicht. Was macht das denn hier? Was ist das denn? Oh. Okay, okay, da muss man auch treffen. Wop. Okay, das ist witzig. Oh, keine Pause, ganz vergessen. Alles vergessen. Oh, Scheiße. Der hat auch nicht aufsteht. Okay. Also ist ganz witzig, das mit dem Plasmagewehrchen, du. Dass sie halt umfallen, aber ja, es ist auch halt nicht so meins. Es ist. Nice to have, wie man so schön sagt. Ich pfeffer einfach meine Granaten raus, weil die haben ja auch ein bisschen was gebracht. Und ja, ich find's... Naja, gut, ist, ja, ist halt ganz lustig, aber ich werde die Waffen sowieso nicht nutzen, weil ich weiß, die machen mir keinen Spaß. Hey, da kommst du aber schnell. Sind das die Proxy-Granaten hier? Okay, sind die Proxy. Kaya, nicht sterben, okay? Das machst du nicht ungestraft. Ich weiß, Kaya, tut mir leid. Alter! Hör auf! Genau. Wie schnell ist dieses Mistvieh? Okay, ja, es ist auch ein bisschen träger jetzt mit dem Laden und allem. Ich gebe dem nochmal eine Chance. Was? Das ist alles, was ich mache? Das kostet so viel Ausdauer, wenn ich so einen kleinen Hopser vormache. Ja, also man kann echt nicht sprinten, wenn man den Flammenwerfer draußen hat. Ist halt auch eine schwere Waffe. Sehr logisch. Ich hab mich selbst getroffen. Hab ich gut gemacht, ne? Oh nein. Okay, staggert wohl immer instant, oder was? Die sind stark. Okay. Nee, lass mal. Das ist, also dass die immer sofort gestaggert werden, das kenne ich viel zu gut selbst hier aus dem Spiel und das finde ich nicht gut. Nee, das muss ja nicht sein, oder? Ne, Kaya, muss nicht sein, nee, nee. Ja, es muss nicht sein. Ich nehme wieder die Armbrust und werde damit weiterhin an Gegner anpullen, oder? Anpullen, nicht anpullern, Leute.
Nicht, was ihr jetzt denkt, so. Oh. Der Rückstoß ist ein bisschen zu hoch für Autofeuer, finde ich leider. Aber mal sowas ranziehen, das ist auch ganz okay, glaube ich. Die Rottmeuche. Ja. Nee, es ist auf jeden Fall jetzt angenehmer, weil ich weiß, ich muss das Ganze nicht mehr verarbeiten. Hey. Bitte die ganze Zeit, das ist voll unheimlich. Deiner Elex-Trank. Wie fehlt mir denn noch für ein Level-Up? Noch einiges. Ich bin schon Stufe 21, was zum Geier? Das ist heftig. Geht doch voran hier. Oh Kaya, wenn das nicht was für dich ist, guck mal. Das Elex vollkommen. Idealist, ich habe ein Achievement gleich dazu. Okay. Ich wünsche mir echt noch eine bessere Lampe hier, weil guck mal, diese Fackel, die bringt null. Liegen die alle so komisch hier drapiert? Oh. Das hätte hier jemand drüber gelegt, dass die da. Ey. Ja, krass. Das war's jetzt? Das war die Quest? Nee. Das glaube ich aber nicht. Doch, das war sie? Was? Toll, ich muss jetzt nur dahin und ein paar Monster klatschen und dann. Quest erledigt, oder was? Au. Nee, da ist auch nichts mehr. Ja, schade. Ich dachte, da ist jetzt irgendwie noch so was mit Kaya vielleicht. Ja. Ich glaube, ist nicht der Fall. Sehen vielleicht das Elex? Ich meine, je weiter wir in den Norden kommen, desto höher ist ja die Konzentration von Elex überall. Könnte es vielleicht sogar wirklich sein, ha? Das wäre interessant. Na gut, komm, ich gehe mal in den Hort zurück. Aber ehrlich gesagt, gehen mir jetzt gerade so ein bisschen die Quests aus. Ich meine, ich kann mich nicht mehr. Oh, was? Achso. Ich habe Suggestion schon gelernt, ich habe Martha geholfen. Ja, ich würde nochmal darauf hingewiesen, ich soll bitte nochmal mit dir quatschen, weil am Ende wäre noch was, vielleicht denkst was du? Aufgetaucht, aber nee, nee, ist wirklich. Ich habe alles fertig jetzt soweit hier für die Kleriker, zumindest die Hauptmission meine ich, also was ich machen kann, oder? Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Alles, ich möchte alles wissen. Die Psi-Batterie. Die Reinigung. Nee, irgendwas Cooles hätte ich halt gerne. Ja, ich weiß nicht. Kraft mit der Waffe. Eins mit der Waffe. Ah. Ist halt ganz nett, aber ich schieße so selten. Das wäre vielleicht für später mal interessant. Die Ein-Mann-Armee. Ja, es ist. Hm. Soll ich das vielleicht mit Psi? Ich überlege gerade, weil ich habe 5000 Elex. Elexit meine ich. Nee, komm, ich warte noch. Das ist jetzt nichts, was ich direkt anwenden möchte, deswegen ist es Quatsch. Aber ja, das Schwert. Sind diese Kombos, ne? Arbeit nach sich. Ja, das ist echt furchtbar. Das ist ein Fluch. Also das Schwert sage ich jetzt. Also wahrscheinlich würde ich auch mit einem mittelmäßigeren oder viel schwächeren Schwert so viel Schaden machen in der Combo. Aber dass das halt echt so von diesem Combo-System beeinflusst wird. Also so krass hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist schon cool. Oh, Hagen, gut, dass ich dich nicht verdächtigt habe. Kannst du mal bitte aufhören damit? Das ist echt widerlich, ne? Bring mir etwas bei. Alles klar. Alles klar.
Nahkampfwaffen. Das ist mein Stehtisch, Leute. Oder Jet... Warte mal. Jetpack-Angriff. Ich will aber eigentlich lieber sowas hier. Langsam mal. Spezialattacke. Auch geil, ne? Eigentlich auch geil. Na, ich weiß es nicht. So, fertig. Aus Mickey Maus. Ich habe jetzt alles im Nahkampf mal wieder. Zeig mir deine Ware. Okay. Ja, die Hämmer, die sind halt... Ich weiß nicht, die Hämmer, die sind gar nicht so gut. Aber ich denke mal, wenn man die aufrüstet, haben die schon ordentlich Wumms, ne? Alter Schwede, guck mal. Der hat echt 91 Schaden. Okay, vielleicht teste ich ihn irgendwann nochmal aus, aber jetzt habe ich leider die Werte nicht dafür. Aber das ist ein bisschen obszön schon, der Schaden, oder? Nee, das ist mir jetzt so schade vom Geld her. Ich glaube, ich bekomme sowieso... Irgendwo werde ich schon was finden. Irgendwas Gleichwertiges. Und das kann ich jetzt, glaube ich, so langsam verkaufen, hier den Kram, weil das wird eh nicht mehr besser, oder? Lass mal blasen. Ja, das ist... Ach, Kinder, komm, Inventar ist eh unendlich groß, von daher passt das schon. Ich habe herausgefunden, wo die Mutanten herkommen. Ach, wirklich? Und woher? Im Nordosten neben dem Hort ist ein Elex-Vorkommen. Sie scheinen von dort zu kommen. Deine Männer dort sind alle tot. Bei Kalan, wie ich es befürchtet hatte. Danke für die Nachricht. Ich werde sofort Verstärkung dorthin schicken. Wir müssen das Vorkommen für uns einnehmen. Koste es, was es wolle. Fast hätte ich es vergessen. Deine Bezahlung. Alles angetreten! Ist es nicht, dass man keine Bezahlung bekommt, sondern ein Sold? Also jetzt... Das kannst du halten, wie du willst. Ja, was hieß es doch, oder nicht? Egal. Unterschreiben würde ich das nicht. Nee? Na gut. Ist ja offensichtlich nicht so. Nee, also man... Ich weiß nur, ich habe irgendwann mal eine Quest gemacht. Aufgepasst, Männer! Es ist ein neues Elex-Vorkommen entdeckt worden. Ich will, dass ihr euch sofort auf den Weg macht und es sichert. Eventuelle Mutanten werden vernichtet. Alps ausgelöscht und die Position gesichert. Verstanden? Ja, Sir. Weggetreten. Ja, genau. Es hieß doch, dass man eigentlich keine Bezahlung zu erwarten hat, wenn man hier was macht. Als Kleriker bei den Klerikern. Lager, ja, ja, das habe ich schon. Weil die muss ich noch ausbauen, das Lager. Und ich muss Leute anheuern und die reinbringen. Kann ich eigentlich noch Nersti rekrutieren, wenn ich jetzt schon bei den Klerikern bin? Oh, das ist so blöd, ne? Der Bombe, das ist so blöd. Die Separatisten. Ich überlege gerade, die Separatisten, die waren ja auch hier unten im Dschungel. Da, glaube ich sogar. Und wer war das? Ich glaube... Ach Gott, einer von den Berserkern hier jetzt, der hat gesagt, er will die aufnehmen oder so. Oder ich soll halt mal fragen bei den Berserkern, warte mal. War das nicht hier der Ragnar war es nicht. Er hält sich sowieso aus den meisten Sachen raus. Ist ja der Chef. Also der stellvertretende Chef kann er ja machen. Welcher? Oh, ich kenne die Sockel. Warte mal, das ist ja cool. Wir hätten Gesundheit, was ist das? Gesundheit für mich, Wuchtschlag. Erfahrung Quests. Was Dings könnte ich mir eigentlich auch machen. Das Ding ist halt nur, ich bekomme dann weniger Erfahrungspunkte, aber das ist mir eigentlich relativ egal, oder? Wenn ich mal so drüber nachdenke. Handelswert, okay. Ach ja, hier ein Kleber war es, genau. Überleben.
Höhere Resistenz gegen Schadenstypen, alles auf 25 plus. Oh, das ist auch nicht schlecht. Schnellere Reflexe. Ans Bauch reines Elex, das gefällt mir nicht so gut. Resistenz gegen Gift, dickes Blut. Ah, guck mal, Gegenstände könnten besser wahrgenommen werden. Ja, ist jetzt auch nichts Notwendiges. Wenn der Ring nicht so viel kosten würde, ne? Kostet 800 in der Herstellung und ich kann ihn für 1000 verkaufen. Das ist... Mit den Materialien, das lohnt sich echt nicht wirklich. Nee, lass mal. Ah, hier, ich kann mir einen Stein machen, ne? Kleine Steine, kann ich die vielleicht auch irgendwo herstellen? Oder muss ich die immer finden als Grundform? Das wäre jetzt nämlich dann unpraktisch. Nochmal 16. Ja, nee, lass mal. Ah, seht ihr, aber das ist... Es kommt einfach nicht ran. Ein bisschen mehr Stärke wäre halt schon geil. Aber dann, ja, muss ich halt auch die Geschicklichkeit leider wieder ausgleichen. Nee. Kann man leider nichts machen. Was ich hier angreifen? Dieser... Ach Gott, wie hieß der denn? Der wollte nämlich was von den Separatisten, weil dann kann ich das auch schon mal ein bisschen vorantreiben. Wenn er jetzt der Meinung ist, oder wir der Meinung sind, dass das uns helfen kann, mit den Separatisten anzubandeln, dann ist das halt so. Immerhin sind sie ja Ex-Alp und Ex... Oder beziehungsweise immer noch sehr sauer. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Verstanden. Auch nichts, ne? Macht Stoß. Ja, ist halt ein Zauberspruch. Hahaha, ich kann nicht zaubern. Ich gehabt. Angrim. Oh, soll ich das sagen? Storms? Ja, ich sag's mal. Stormson ist bei den Klerikern untergekommen. Und wenn er sich in Xakor verkrochen hätte, mein Arm reicht weit. Ich hoffe, du hast ihn das wissen lassen. Nein, ich bin nicht deine Marionette. Ich habe dich schon einmal gewarnt, mich nicht zu enttäuschen. Dein uneinsichtiges Verhalten wird Konsequenzen nach sich ziehen. Oh. Ragnar wird davon erfahren. Geh mir aus den Augen. Alter, rum, ich bin jetzt ein Kleriker. Mir doch egal, was du denkst. Ich meine, ich war von Anfang an schon leider gegen die... Hier, gegen die Berserker wegen solchen Typen da. Hast du das? Ah, ich habe deine Alps gefunden. Ah. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Ha! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander. Oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Nämlich nicht Freundchen, ja? Warte mal, will ich erstmal speichern, auf jeden Fall. Oh, hoppala. Ach, geht hier das komische Fenster auf, weil ich den... Ah. Wenn ich den Xbox-Knopf in der Mitte drücke, dann geht so ein komisches Fenster auf. Fensterchen. Mit so einem kleinen Interface, wusste ich gar nicht. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps? Das kann ich kaum glauben. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar?
Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Oh, ich weiß nicht. Soll ich ihn anlügen? Ja, na klar. Sie sind im Norden, beim Konverter. Das ist ja völlig woanders, als ich vermutet hatte. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Oh, warte mal. Was sollte das denn jetzt? Ja, ja, ist ja gut. Chill mal, Frau. Ich sag ihm die Wahrheit, aber ich weiß ja nicht. Warum soll ich denn lügen können? Ich habe deine Alps ge... Nein. Du hast... Ich... Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben? Ach, und wer soll es dann gewesen sein? Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha! Sie be... Ist das... Wo soll... Ich... Sie... Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt. Hier. Warte mal. Sehr gut. Ich habe echt ein ganz schlechtes Gefühl, Leute. Warte mal. Da. Nee. Das Firmengelände? Nee. Das ist für ein schwarzes Loch einfach mal. Das sieht auch sehr lustig aus. Da, nee, hier waren sie, genau, da, nicht da oben. Oh, Kinder. Ich weiß nicht. Und warum wird Kaya dann sauer, wenn ich den... Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ein beeindruckender Zeuge der alten Welt. Das Gebäude scheint einst eine wichtige Funktion besessen zu haben. Ich frage mich, was sie gewesen sein könnte. Die Toilette war hier mal. Oh. Überall Biester schon wieder. Doch woanders hinlotsen können. Ich meine, das waren halt die Jungs hier unter dem Baum, ne? Ja, unter dem Weltenherz, meine ich. Ja, ich seid jetzt schon wieder. Ja, war komplett falsch. Ich muss da runter. Was mache ich mir hier in dem Eckchen? Hallo Kaya, kannst du mal mit deinem Tierchen da nächstes Mal weiterspielen? Wir müssen jetzt... Gift auch noch. Wie Sache das? ETF, wo bin ich denn jetzt? Was für Pflanzen? Mana. Ich glaube, ich werde das eh gleich nochmal laden, Leute, das hier macht. Keinen Sinn. Wo bin ich denn? Hier ist diese komische Insel. Ich bin total verwirrt. Ist das das Weltenherz jetzt oder nicht? Was ist mit meinem Orientierungssinn gerade los? Es ist alles aus gerade. Wieder. Ich sag mal, ich bin nicht bescheuert, Kinder. Wo ist das denn jetzt? Hier. Hier ist es falsch. Hier ist es doch. Oh, ich bin so ein Dödel. Hier ist es doch, oder? Da müsste die Insel sein. Da gehe ich einfach mal komplett falsch. Warum auch nicht? Ach, ich habe gerade irgendwie keinen Kopf dafür. Wir ziehen bald um. Ja. Euch schon erzählt wahrscheinlich schon sehr, sehr oft, dass wir bald umziehen und ich freue mich tierisch. Hey, du viel. Double Kill, naja, fast. Ach ja, und hier werde ich dann nochmal mit Falke herkommen, beziehungsweise jetzt mit Kaya auch. Sie ist ne, ich finde, sie ist eine sehr angenehme Begleitung übrigens. Hopp.
Jetzt bin ich ja dich richtig. Wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Jetzt mal kurz anzuhalten, es fickt alles weg. Ich hab fegt gesagt, hat sich ja komisch angehört, wie Wohnung fegen, wisst ihr? Oh nein, oder? Ich hab, guck mal, seht ihr? Diese Pisser. Hat Harkon euch geschickt? Ja, wir kommen von Harkon. Einer seiner Kundschafter hat diese Position der Alps ausfindig gemacht. Wir haben von ihm den Auftrag bekommen, sie zu erledigen. Wir müssen alle Alps aus Magalan tilgen. Nur so kann sich der Planet erholen. Am besten gehst du jetzt wieder deines Weges. Wir warten hier auf neue Befehle. Hammer. Habt ihr die Separatisten hier getötet? Separatisten? Alps sind Alps. Da gibt es keine Grauzone. Natürlich waren wir das. Die Alps haben ihr Recht auf Leben verwirkt. Sie wildern durch unser Land. Sie bauen ihren monströsen Konverter auf unserem Boden. Wir können das nicht dulden. Wenn du nicht hier bist, um uns zu helfen, dann lass uns jetzt in Ruhe. Wow, ich kann dein Gesicht nicht dulden. Aber das ist ein anderes Thema. Sag mal. Der hat es einfach mal verarscht, dieser blöde Harkon. Der sagte, ja, wir gucken mal, ob wir eine friedliche Lösung finden. Der hätte ich wahrscheinlich gleich mit dem Mordauftrag da losgeschickt, diese Buben, diese Mordbuben. Also ich bin damit nicht zufrieden. Außerdem ist da die Spurensuche gescheitert. Ich muss mal gucken, was das für eine Quest war. Bist du ein Arsch, ne? Du hast die Separatisten töten lassen, anstatt mit ihnen zu verhandeln. Na und? Hast du ein Problem damit? Wenn ja, dann sag es lieber gleich. Dann werden wir es gleich hier und jetzt ausdiskutieren. Du bist ein Mörder. Und du bist ein verdammter Alp-Sympathisant. Jetzt wow. Werde ich dir mal zeigen, was ich mit einem wie dir mache. Dich Arschloch, hol ich... Der Tod von Harkon wird die Geschichte verändern. Was? Beurteilungsbogen. Und Harkons Schlüssel habe ich bekommen. Tamar. Jora, vorbildlich, keine Beanstandung. Stormston, miserabel, hat Altwaffe gefunden. Wurde konfisziert. Akira, hilft, wo sie kann, jedoch gutherzig. Ach, Akira, habe ich die schon gesehen? Nee. Boah, das ist so ein Pisser. Oh, Kacke, habe ich jetzt gespeichert eigentlich? Schnell hier, ne? Nein, müsste der hier sein. Bevor ich Stormston gesteckt habe, wo die sind. Oder? Ja. Stormson, sag ich. Hier. Verdammte Technik. Ja, ich weiß. Ist schlimm, Sully. So, versuchen wir jetzt mal die liebe Akira. Oder habe ich schon mit ihr gesprochen? Ich weiß es nicht. Ich meine, letztes Mal war sie einfach nicht hier zu der Zeit. Da war. Wie soll das alles nur enden? Ach, da ist sie, ja. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Nee, mit dir habe ich schon gesprochen. Ach verdammt, ich habe es echt total vergessen. Na gut. Dann sind wir hier, glaube ich, auch schon fertig, Leute. Ich werde mal gucken. Vielleicht gehe ich jetzt auch erstmal ein bisschen Elex shoppen. Genau, ich kaufe mir jetzt ein bisschen Elex, mache mir noch ein paar Tränke. Die Rüstung eben. Die hat mich halt so an die... Hier, guck mal. Eben ganz so richtig an diese Gothic-Rüstung erinnert. Das. Nee. So, ich meine, Schluss, Leute. Wie gesagt, Zeit die Ansprache am Anfang, aber es musste sein, weil ich bin auch nur ein Mensch. Ich muss manchmal meinen Gedanken freien Lauf lassen, sonst grämt man sich auch noch mit so einem Scheiß. Das ist doch alles nicht wert. Ist nur ein Spiel und es geht um Spaß und deswegen. Werde ich in Zukunft auch nicht mehr ansprechen. Versuche ich zumindest. Gut. Aber ja, danke fürs Zusehen, liebe Leute. Es wäre echt schön, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Es ist nicht viel Arbeit. Es kostet nur einen kleinen Klick, ne? Aber mich freut es umso mehr. Und deswegen raus damit, ihr Säue. Danke und bis zum nächsten Mal mit Elex. Macht's gut.